Hallo ihr Lieben und schön, dass ihr zu einem neuen Video eingeschaltet habt. Mich hat heute die Trendwörter Abo-Box erreicht und wenn ihr auch gespannt seid, so wie ich, was denn da drin steckt, dann bleibt doch sehr gerne dran. Trendwörter bietet einmalige Boxen an, aber auch die monatliche Abo-Box, die ich im Jahresabo habe und mich da sehr drüber freue. Als Jahresabonnentin zahle ich knapp 30 Euro für das Jahresabo und bekomme alle 2 Monate noch ein extra Goodie mit drauf, falls euch ein Abo interessiert. Ihr findet alles unten in der Infobox. Ich habe mich für die vegane Variante entschieden. Es ist wieder ein Aufkleber drauf mit Vorsicht Glas und jetzt mache ich sie mal auf. Letztes Mal haben mir ja 3 Produkte gefehlt, die wurden aber anstandslos gleich nachgeschickt. Jetzt hoffe ich, dass heute alles drin ist. So schaut der erste Blick hinein aus. Es gluckert schon und das Motto dürfte Natural Power sein. Man sieht es ja auch immer schon an dem Aufkleber, was da drauf ist. Die Box gepackt hat mir die liebe Christine. Wenn man 10 von diesen Karten sammelt, also 10 unterschiedliche Nummern, bekommt man oder hat man die Chance, eine Überraschungsbox zu bekommen. Mir fehlt noch die Nummer 10. Ich habe jetzt wieder nicht die Nummer 10. Ja, das ist das Heftchen. Natural Power in Vegan. Die Kraft der Natur. Deine Natural Power Box. Das neue Jahr verlangt neue Energie für den Körper und für den Geist. Und dafür setzen wir ganz auf die Kraft der Natur. Sie versorgt uns seit Menschengedenken mit allem, was wir zum Leben brauchen. Das uralte, bewährte Wissen um die Kräfte von Pflanzen, Heilkräutern und Früchten scheint dabei in der Vergangenheit immer mehr in Vergessenheit geraten zu sein. Wir wollen uns mit deiner Trendwörter Box im Januar wieder auf jene Kräfte besinnen. Mit dem Thema Natural Power geben wir dir ein Stück Natur in die Hand und versuchen nebenbei eine kleine Hommage an die natürlichen Kräfte zu schaffen, die das Leben auf diesem Planeten erst möglich machen. Das heißt für dich natürliche Materialien, wertvolle Tipps zum bewussten Umgang mit unseren natürlichen Ressourcen und Produkte mit wertvollen ökologischen Inhaltsstoffen. Wir wünschen dir viel Spaß bei deiner Entdeckungsreise durch die Natur. Und in diesem Heftchen sind nicht nur die Produkte erklärt, sondern es sind auch immer ganz nützliche Tipps mit dabei. Es sind Rezepte drin und so allerlei. Ich schaue mir das dann nachher in Ruhe durch oder guck mal rein, wenn ich nicht weiß, was ein Produkt denn sein soll. So, das oberste, was ich jetzt herausziehe, ist ein Stoffbeutel mit einem Hirsch drauf. Und Blättern im Hintergrund, oh, der ist schön. Also der ist in so einem Grau gehalten. Ich finde den richtig toll. Ja, also der kommt auf jeden Fall zu mir in den Kleiderschrank. Ich habe so eine Box mit so Taschen und so weiter und so Kosmetiktäschchen und so kleinen Rucksäcken und sowas, was man einfach mal schnell verwenden kann. Und da kommt er definitiv mit rein. Der ist richtig süß. Und auch so ein richtig stabiles Material, also nichts Dünnes oder so, sondern richtig stabil. Und hat hier auch so dicke Kordeln, dass man ihn als Rucksack aufsetzen kann. Mir gefällt er echt gut, also richtig schön. Das nächste Produkt, da habe ich schon ganz, ganz viele davon daheim, aber ich kann in jedem Raum auch einen gebrauchen. So eine Sprühflasche. Ich habe in der Gästetoilette, im Badezimmer, im Putzschrank, überall habe ich so Flaschen stehen, wo ich dann immer wieder nachfülle mit so Reinigungstabs. Das hier ist jetzt nicht von der Marke, wie ich es sonst daheim habe. Das hier ist von Blaue Helden Allzweckreiniger. Gibt es von verschiedenen Marken und ja, super. Also kann ich sehr gut gebrauchen. Ich habe sogar solche Flaschen gekauft. Und habe da nur Wasser drin, um meine Pflanzen dann ab und zu mal einzusprühen. Habe dann aber groß drauf geschrieben, dass da Wasser drin ist und nicht, dass ich das dann verwechsle. Ja, sehr schön. Also kann ich sehr, sehr gut gebrauchen. Preise blende ich euch ein, was es kosten würde, wenn man das bestellt. Ich kann es euch empfehlen. Es beseitigt nicht den hartnäckigsten Schmutz, aber so diesen alltäglichen, da finde ich es sehr, sehr gut. Und ich sehe was zum Essen und zum Trinken in der Box. Das finde ich schon mega. Das nächste, was ich jetzt rausgezogen habe, ist das hier. Mein Tagebuch mit Inspirationen aus Das Lavendelzimmer. Nina George. Das hat einen Wert von 13 Euro knapp. Und ist hier so ein Büchlein, was man beschreiben kann mit Lavendelblüten. Und ich glaube, da gibt es immer mal wieder so Zitate oder so. Sie tanzen um ihr Leben. Sie tanzen, um überhaupt zu leben. Nur wenige taten es, um ihre Geliebte und Liebhaber zu treffen. Denn beim Tango ging es nie um das eine, es ging um alles. Okay. Ja, so Büchlein, also ich schreibe nicht gern Tagebuch oder so, da bin ich einfach zu faul dafür. Das wird bei mir weiter wandern, aber da gibt es sicher irgendjemand, wo sich darüber freut. Das nächste Produkt hatte ich, meine ich, im Adventskalender auch schon drin, von der Trendwörter Box. Und das ist jetzt hier noch einmal drin. Aber okay, ich habe es damals schon weiter wandern lassen, weil mir der Duft ein bisschen zu zitrisch ist. Es handelt sich um eine Seife. Orange Limette.
feine Seife aus Frankreich. Ja, die ist auf jeden Fall auch vegan. Cosmos Organic zertifiziert, steht hinten drauf. Und vielleicht nehme ich sie dieses Mal selber. Ich werde mir noch überlegen, ob ich sie selber nehme oder wieder weiter wandern lasse. Das nächste Produkt habe ich auch schon zu Hause. Und zwar sind das Bachblüten. Ich habe das mal in der Box gehabt, vor einem Jahr oder so. Und seitdem steht es im Schrank drin und ich habe es noch nicht einmal verwendet, weil ich habe da irgendwie keinen Bedarf dazu. Bachblüten, Crab Apple Holzapfel. Da kann man 2 Tropfen in ein Glas Wasser geben und schluckweise trinken. Und das soll zur Beruhigung sein. Und da ist eben auch Alkohol mit dabei. Das heißt, für meinen Sohn wäre das zum Beispiel auch nichts. Oder für Tiere. Ich glaube, Bachblüten kann man sonst auch bei Tiere anwenden. Und ja, nö, also das habe ich noch nicht benutzt. Ich werde das jetzt auch weiter wandern lassen, weil 2 brauche ich nicht immer im Schrank. So, und dann haben wir noch was Feines für meinen Sohn. Rotbäckchen. Morgenstark, mild. Das ist auch nicht schlecht, weil er mag es nicht scharf oder so, also kein Ingwer-Shot. Und das darf er dann morgens einmal trinken irgendwie. Ja, würde sich drüber freuen. Sehr, sehr fein. Hier gibt es Kichererbsen und doppelt geröstete Kichererbsen von Nutripur in Natur. Also Geschmacksrichtung Natur. 100% natürlich. Proteinquellen glutenfrei. Ich esse wahnsinnig gern Kichererbsen. Also ich mache mir gerne Curry mit Kichererbsen. Ich habe mir auch schon so mal solche Kichererbsen zum Naschen gekauft. Finde sie gut. Und die sind halt echt auch, ich sage mal, so ja eine gute Proteinquelle, die auch nicht viel Kalorien hat. Also ja, wobei, wenn die jetzt wie sagt man, geröstet, frittiert sind oder sonst irgendwas geröstet, haben die natürlich auch ein bisschen mehr Kalorien wahrscheinlich. Aber ansonsten, ich finde die auch, die sind sicher auch sehr, sehr lecker. Freue mich drauf. Wir haben auch wieder eine Zeitschrift drin, die Bio glücklich gesund leben. Für Trendentdecker 30% Rabatt auf das Bio-Probe-Abo. Ah, okay, also da kriegt man noch Rabatte, wenn man das ein Probe-Abo nimmt. So schaut die Zeitschrift aus. Auszeit vom Alltag, so gelingt ihr Sabbatical. Ernährung fürs Immunsystem, besser sehen, so erhalten sie ihre Sehkraft und so weiter. Also, ja, klingt spannend. Also, ich werde mir das auf jeden Fall mal durchlesen. Kommt neben mein Bett im Schlafzimmer. Und noch etwas zum Naschen. Das sind Chia-Kokos-Taler von. Auf jeden Fall sind sie glutenfrei, mit Reissirup gesüßt, vegan, laktosefrei, eierfrei. Die sind von Karl Otto Wertz Naturkornmühle. So schauen sie aus. Das schauen auch sehr lecker aus, wie ich finde. Ja, einfach so ein bisschen zum Snacken, zum Ausprobieren. Und da kommt ein passendes Getränk dazu. Vitamin Well Antioxidant, so ein Vitaminwasser. Das kenne ich tatsächlich, und zwar war ich mal vor Jahren, es fühlt sich an wie Jahrzehnte, auf dem Glamour Beauty Festival, und da gab es die auch, also da hat man die bekommen. Vitamin C und E, Pfirsichgeschmack. Schützen Sie Ihre Körperzellen. Vitamin Well Antioxidant enthält die Antioxidanten Vitamin C und Vitamin E sowie die Mineralstoffe Selen, Mangan und Zink, welche alle dazu beitragen, die Zellen vor oxidativem Stress zu schützen. Also, dann tun wir was gegen Stress und trinken hier dieses Anti-Stress-Wasser. Klingt alles gut, und ich habe gerade Durst, das trifft sich gut. Mmh. Ja, und lecker ist es auch. Hat keine Kohlensäure. Ja, lecker. Also, gleich behalten. Nochmal zu snacken. Mmh, wie toll. Von Kaowach ist es auf jeden Fall. Da hatte ich schon mal was zu trinken und so drin. Koffein wie eine Tasse Espresso. Das ist ein Schokoriegel mit Guarana, Cashew, Himbeer. Oh, wie toll. Endlich mal was ohne Erdnüsse. Meistens habe ich irgendwas mit Erdnüsse hier drin. Und das ist ohne Erdnüsse. Kann Spuren von Erdnüssen enthalten. Das ist ja immer so. Genau, das sind einfach so Allergiehinweise. Aber ja, das ist auf jeden Fall mit Cashew-Basis gemacht und nicht mit Erdnuss-Basis. Finde ich richtig toll. Also freue ich mich sehr drüber. Oh, cool. Ist das die, was ich hier? Das ist, glaube ich, die, die ich gerade im Badezimmer stehen habe. Die ist von Madara SOS Plus Rich Hydra Barriere Zika Cream. Oder habe ich eine andere? Everyday Stressed Skin, also für jeden Tag geeignet, für gestresste Haut.
Madara ist eine so tolle Marke. Also alles, was ich bisher ausprobiert habe, hat super funktioniert. Und ich habe momentan auch eine Tagescreme von Madara im Badezimmer stehen, nimmt aber eher mein Sohn als ich. Aber ich glaube nicht, dass es die reichhaltige Creme ist. Ich glaube, das ist eine andere. Schaut auch ein bisschen anderes aus. Also so schaut es dann innen aus. Sehr, sehr elegant. Und die ist super. Also die, was ich gerade im Badezimmer habe, ist mega. Und auf die freue ich mich dann. Die kommt dann wahrscheinlich im Anschluss. Sobald die aktuelle dann leer ist, werde ich dann die benutzen. Freue ich mich drauf. Sehr schön. Es sind noch ein paar Sachen drin. Ein alter Bekannter. Wie schön. Von We Love the Planet. Ein Deodorant in einem Döschen. Und zwar ist das die Lime, also die Limetten-Edition. Ich mache sie mal auf. Schaut so aus. Habe ich momentan auch gerade drauf, also benutze ich gerade jeden Tag, aber gerade als Stick. Und ich finde es besser, als ich dachte. Also ich habe ja da die roten und orangenen und sowas schon alles getestet. Die fand ich schon so sehr, sehr gut. Aber das Grüne war mir so ein bisschen suspekt, weil das halt wirklich so zitronig, limettig riecht. Aber ich finde es eigentlich ganz toll und riecht nicht so danach. Also diese Zitrone-Limette fliegt relativ schnell. Und schützt eigentlich auch den ganzen Tag ganz gut. Also von dem her freue ich mich, dass ich da nur Nachschub bekommen habe. Und jetzt eben auch wieder in der Limetten-Edition. Dann haben wir hier noch ein paar Sachen. Muss mich erstmal durchwühlen. Also hier haben wir von Lovos eine Clean Mask. Schaut so aus. Und das Ganze, was sind denn das für Kräuter da abgebildet? Reinigt Poren tief, glättet nachweislich die Hautoberfläche mit Edelsalbei Extrakt. Das wird wahrscheinlich dann die Salbeipflanze sein mit den Blüten dazu. Ich liebe ja Salbei, also zum Essen. Herrlich. Ja, klingt sehr gut, die Maske. Ich mag die Masken von Luvus sehr gern. Also reinigen richtig toll. Finde es immer nur schade, dass es halt dann keine größeren Pöttchen gibt und immer so viel zum Wegschmeißen. Aber so grundsätzlich mag ich die Masken von Luvus gern. Und das ist auch ein Produkt. Raschel, raschel. So schaut's aus. Und das ist Dill. Lehmanns Bio-Saatendill. Reproduzierfähiges Saatgut. In 1 bis 2 cm Tiefe pflanzt man das an. Muss ein bisschen gießen. Reicht für ca. 2 bis 3 Quadratmeter. Düngen. In einem sonnigen Standort. Gute Nachbarn sind Erbsen, Gurken, Möhren, schlechte Nachbarn Kürbis. Ich habe nämlich ein Hochbeet im Garten. Allerdings bauen wir eigentlich immer Kürbis auch im Hochbeet an. Ja, in dem Fall mache ich da jetzt Dill rein und keinen Kürbis vielleicht. Ja, Zucchini kommen eher immer rein. Das Ganze ist auch bienenfreundlich. Das heißt, da kommen dann so schöne Blüten raus. Diese hier. Und da können dann Bienen hin und ja. Ja, ausgepackt. Ich freue mich drüber. Die Trendwetter-Box ist eine meiner Lieblings-Abo-Boxen. Jeden Monat eine neue Überraschung und ich finde das so toll, dass da halt irgendwie so an Körper und Seele und an alles gedacht wird. Also das ist so ein Rundum-Paket. Ihr Lieben, ich bedanke mich bei euch ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen und wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag.